Ne. Und wir landen wieder zu drüben. Okay. Ja, jetzt hänge ich ihn ab, weil ich die Kurven etwas geschnitten habe. Gut. Die Solarenergie zurückkriegen, das ist immer schön. Das hier sieht so aus, als ob man es wegbomben könnte. Ein Lackwarnset hier. Was für ein gutes Rennen hier gelaufen seid, wird der Herr. Sprinter Ami ist wirklich ein passender Name, aber ich kann es nicht weiter vertragen zu verlieren. Das betrifft meine persönliche Ehre. Nun wollen wir, der Weg der dämonischen Ritter erwartet uns. Au, okay. Ich kann ja ein bisschen cheaten. Oder auch nicht. Okay. Hier kann ich zur Not meine Solarenergie ein bisschen auffüllen. Mal schön Kurven schneiden. Mist. Ich bin am letzten Rad hängen geblieben. Ah. Kein Problem, aber ich hab's jetzt langsam den Bogen raus. Das ist das Problem. Ah. Nächster Versuch. Boah, gerade so geschafft. Ja, ein Exorzismus. Sehr gut. Ich bin total überrascht. Ich hätte nie geglaubt, dass ihr es mit mir aufnehmen könntet. Ach komm schon, du Müll. Du bist nur nicht so gut, wie du gedacht hast. Na gut, lass diesmal etwas anderes ausprobieren. Das soll keine Respektlosigkeit euch gegenüber sein, werter Herr. Aber glaubt ihr, ihr könntet mich in der Kammer der Verzögerung schlagen? Verdammt! Lass mich raus! Oh. Scheiß, ey, Abschlussbitch schon. Der hätte mich jetzt fast zum Verlieren gebracht. Was ist das? Zum Labyrinth der Folter und die heißen Strahlen der Hölle. Wie man spielt.
Erstens, die verfluchte Statue schießt natürlich Hitzestrahl ohne Gnade auf dich. Du wirst schwer verwundet, wenn du von einem getroffen wirst, also weich jeden vorsichtig aus. Zweitens, ein Aufschlag kann bei dir diese Statue eine momentane Fehlfunktion verursachen. Aber pass auf, wenn du dich um sie kümmerst. Drittens, das Labyrinth der Förderung ist zwar für jeden auf der Runde. Also warte, bis du dran bist und respektiere die anderen. Wow, diese Monster haben ja sogar Regeln und sowas. Mhm. Wow, und Bambusfallen und alles. Ach, wie schön, ein Checkpoint. Wow. Und eine Perle. Wow, au. Au. Ich bin falsch, oder? Ja, bin ich. Ach, Gott sei Dank bin ich raus hier. Sicherheitshalber ein Knochen. Der war auch schon mal schwerer irgendwie. Gott sei Dank ein Speicherpunkt. Keiner meiner Kameraden hat es jemals so weit geschafft. Es scheint, dass ihr kein Gegner seid, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber ich habe genug. Ich werde jetzt das Sitzhut hier beenden. Ich, Tobi, werde alles auf dem Weg der Nahlen riskieren. Ernsthaft? Ich will ja nichts sagen, aber wirklich schwer war das jetzt nicht. Ach ey. Nein, ich will nicht runterfallen. Ah, ich kann hier auf dem Dach rumgehen, okay. Muss mir dann ja auch meinten das sagen. So, hier für dich. Warum sieht das... Nee, das ist nur ein Durchgang. Okay, ich dachte gerade schon, ich würde in der Fortunenkanone oder so stehen. Göttliches Amulett. Wie schön.
Oh. Blitzkatze. Diese Statue sieht aber grimmig aus. Sieh nur, wie sie die Sturmwolken anstarrt, als ob sie sich vorbereiten würde, hochzuspringen oder ein Stück aus dem Mond herauszureißen. Aber da ist das Problem. Da ist ein gewaltiger Bogen, aber kein Pfeil. Das Fehlen eines grundlegenden Elements bedeutet eine Katastrophe für jedes Meisterstück. Das hat nicht viel gebracht. Was für eine Verschwendung, eine so coole Statue hier aufzustellen. Sieht aus wie ein wilder Tiger mit einem gewaltigen Riesenbogen. Aber irgendwas fehlt hier. Ah, jetzt hat er es genommen. Wow, der Pfeil hat die Gewitterwolken weggeweht. Hey, sieh mal. Ein neues Sternbild. Yay. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Die bösen Kräfte, die hier leben, haben mich verbannt. Aber deine Ankunft hat mich wieder erweckt und mir das Licht wieder gezeigt. Du, die du auf dem gleichen Schlachtfeld wandelst wie ich, Gekigami, Gott des Donners, hat dir die Kraft des Blitzes verliehen. Nutze sie, um deine Feinde zu zerschmettern. Endlich, der 12. Gott Gekigami. Donnersturm, die furchterflößende Pinseltechnik zum Kontrollieren des Blitzes ist sein Markenzeichen. Ich bin sicher, du kannst sie meistern, Armee. Sie hat einst dir gehört. Ich weiß, siehst du die Schwertstatue da? Versuche sie mit einem Blitz zu treffen. Wenn du einen Blitz aus einer Sturmwolke schießen siehst, zieh einen Strich vom Blitz zur Statue. Das wird den Blitz zum Ziel herablenken. Mach schon, verpasst der Statue einen ordentlichen Stromschlag. Unglaublich. Ein Blitzschlag wie dieser würde einem Gegner einen richtig ordentlichen Stromschlag verpassen. Hey, sieht aus, als wenn der Blitzschlag diese Tür geöffnet hätte. Ich frage mich, ob sie von einem elektrischen Mechanismus gesteuert wird oder etwas ähnlichem. Das war ja leicht. Lass uns über die Burg gehen mit deiner neuen Technik. Ami, es fehlt nur noch eine weitere wirkliche Pinseltechnik. Wenn du die hast, dann habe ich alle Techniken gesehen. Wir wollen nicht mehr lange dauern. Aber jetzt ist keine Zeit, um zu träumen. Wir müssen weiter feldknallen. Das ist jetzt relativ einfach. Ups, sagt er und fällt runter. Ach nee, ernsthaft.
Wahrscheinlich muss ich sie nochmal vom Blitz treffen, um sie wieder anzuhalten. Hoffe ich jedenfalls mal, dass das reicht. Nö. Aber ich habe gerade gemerkt, wenn ich mich einfach hier irgendwo pennen lege, dann heile ich mich auf Kosten von Yen. Wahrscheinlich, weil ich den Schlafsack anhabe. Wow, gerade so geschafft, hä? Hier wächst ne Kleeblatt? Das ist auch noch 50 wert. Exorzismus L. Ich frage mich, ob das ein Schlüssel ist. Sieht ganz schön seltsam aus. Du musst aufpassen, was du aufhebst, aber ich meine, wer weiß, was passiert. Du könntest eine Gewicht bekommen oder sowas. Sag nicht, ich habe dich nicht gewarnt. Wow, was sind denn das für Apparate? Sie leuchten in einem seltsamen Muster. Ich frage mich, ob das irgendwas mit dem kleinen Wunderding zu tun hat, was du aufgesammelt hast. Ich hoffe nur, dass es nicht irgendeine Art Falle auslöst. Ja. Ich werde diese Tür wird sich öffnen, wenn sie mal gut blitzt. Vielleicht gibt es hier irgendeine Sache, die du dafür nutzen kannst. Naja. Ich hoffe, dass ich mal zum Safe Point komme. Was steht hier? Zum Labyrinth der Folterung, die schließenden Türen der Hölle, die man spielt. Geh durch die Tür, du wirst von weit umgeben sein. Renne überall herum, wie es dir gefällt. Aufgrund der ständigen Benutzung gibt es Risse in einigen Wänden. Denk nicht einmal dran, irgendwelche Explosionen auszulösen. Ja, ja, und die Unterhaltung. Ja, und die Monster haben Regeln hier. Wer hätte es gedacht? Reiseglücksbringer. Und eine Vase. Und Glasperlen. Yeah.
Ja gut, hier kann ich mich durchjagen. Wir jetzt wieder hier. Sehr schön. Okay, das heißt, wir haben gleich den Safe Point da hinten. Ich will mal kurz hier einen Blick reinwerfen. Hier scheint ja nichts weiter zu sein als eine Truhe. Und ja, ich werde den Schlüssel jetzt nicht einfach ins Schloss reinstecken, weil ich würde mich gerne in der nächsten Aufnahmesession nochmal da drüben ein bisschen umsehen und ich weiß nicht, ob ich darüber springen kann. So, also erstmal speichern. Einfach hier drüber und dann gibt es einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.